Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Ihr habt im Eingangstrailer schon gesehen, dass die Dakota sich fertig gemacht hat, sich Hawkeye geschnappt hat und jetzt ist sie auf dem Weg, um Geld auszugeben. Sie hat keine Kosten und Mühen gescheut, hat jetzt wieder 10.000 Starcoins. Und hat beschlossen, sie möchte noch ein weiteres Pferd in ihrem Stall aufnehmen. Ich habe das Pferd nicht gespoilert, sowohl am Thumbnail als auch in der Eingangssequenz, dass ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben könnt, was glaubt ihr, welches Pferd kaufen wir uns heute? Es ist überteuert, es ist aber sehr cool und wir möchten es gerne haben und deswegen kaufen wir uns es heute. Ich finde es aber definitiv zu teuer, deswegen auch der Titel, Leute. Es hat jeder seine eigene Meinung. Ihr könnt gerne das Pferd nicht teuer finden. Ich persönlich finde das Pferd teuer. Und ja, schreibt mir jetzt in die Kommentare, wen glaubt ihr, wen ich kaufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann sind wir in Moorland angekommen und Hawkeye freut sich schon mega auf seine neue Freundin. Wer hat von euch erraten, dass es sich natürlich um das Urpferd handelt, das ich noch nicht habe, denn Hawkeye besitzen wir ja schon. Hier ist er, der kleine Mann. Und tja, ich hatte ja bis jetzt keine Starcoins, um mir das zweite Pferd zu kaufen. Und zwar die Kirschblüte. Ich habe mir aber jetzt gerade 10.000 Starcoins gekauft. Rest in peace Geld, Leute. Rest in peace Geld. Aber sie ist nur einmal da. Hawkeye braucht dringend eine Freundin. Und hier ist die kleine Maus, die Kirschblüte. Sie kostet unsagbare 950 Starcoins. Ich weiß, sie kann die Piaffe, sie ist ein Lusitano. Lusitano kosten auch 949 Starcoins. Leute, es ist aber ein Urpferd. Es war nur 4 Wochen, beziehungsweise ist 4 Wochen im Spiel. Die anderen Urpferde waren viel günstiger im Shire-Typ. Die Shire kostet auch meiner Meinung nach, glaube ich, 949 Starcoins. Die Shire-Urpferde haben aber 599 Starcoins gekostet. Sie hatten zwar keine Werte, sie waren aber genauso schnell wie das Anvieh. Sie waren nicht langsamer. Das ist einfach nicht wahr. Das ist kein Argument, dass jetzt die neuen Urpferde genauso viel, beziehungsweise ich glaube ein Starcoin teurer, oder? Kosten wie die normalen Pferde. Deswegen, Leute, mein Titel, es ist überteuert. Es ist überteuert, aber ihr wisst, ich liebe die Lusitanos. Ich habe so viele Lusitanos und ich liebe sie. Ich möchte sie nicht ziehen lassen. Ich bin ein absolutes Shopping-Opfer. Bevor wir das machen, gucken wir sie uns natürlich noch an. Dazu steige ich ab. Und geh vielleicht ein bisschen schneller, liebe Dakota, ein bisschen schneller. Das ist der Schweif, den finde ich wirklich wunderschön. Hier ist angedeutet der Baum quasi, die Wurzeln, sehr, sehr schön gemacht. Hier unten am Bauch seht ihr auch nochmal, da hat sie noch so ein bisschen Blütenstaub, hätte ich es vielleicht genannt. Hier oben sind ganz viele Blüten. Das sieht richtig toll aus. Mir gefällt sie in der verwandelten Form viel besser als in der normalen Form. Deswegen ist auch Hawkeye als erstes eingezogen. Nichtsdestotrotz wird sie jetzt bei mir einziehen. Ich hatte mir kurzfristig überlegt, ob sie bei Aurora einzieht. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich möchte sie auf Dakota, weil ich die am meisten spiele. Und wir drücken auf Pferd kaufen. Ihr wisst, Hawkeye ist ein Aventer. Und Hawkeye braucht eine Freundin. Leider geht Black Widow nicht, weil Black Widow ist ja die beste Freundin von Hawkeye. Deswegen, Leute, wird sie Scarlet Witch heißen. Scarlet Witch ist einer meiner Lieblings-Aventer. Und herzlich willkommen, Scarlet Witch, bei Dakota Raintree. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd, yay! Oh mein Gott, ich weiß, ein paar Leute von euch mögen Aventers nicht, aber Leute, ich bin ein riesengroßer Marvel-Fan, war ich, seitdem ich ein Kind bin. Und deswegen Scarlet Witch. Ich hätte gesagt, wir gehen zurück zum Heimatstall und da sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon im Stall und da steht sie, meine kleine Scarlet Witch und ich. Ah, ich habe mich noch nicht draufgesetzt und gar nichts. Natürlich tun wir erst hier ein bisschen kuscheln für die Liebe, ihr Süßen. Ich mache mal ganz kurz das Interface aus. Da sieht man es ein bisschen besser, wenn wir kuscheln für die Liebe. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh mein Gott, sie ist so süß, seht ihr sie? Sie ist noch ein bisschen skeptisch, aber sie freut sich natürlich, dass sie Hawkeye wieder gesehen hat. Die beiden sind ja gemeinsam nach Moorland gekommen, nach Jorvik, und die beiden waren einfach so ein bisschen traurig, dass sie sich aus den Augen verloren hatten, da die Dakota ja nur Hawkeye gekauft hatte und eben nicht Scarlet Witch. Und ja, die beiden stehen natürlich auch jetzt nebeneinander auf der Box und haben natürlich auch auf der Weide einen gemeinsamen Weideplatz. Und ja, herzlich willkommen, du kleine Maus. Du kleine süße Maus. Ich freue mich so, Leute. Ich freue mich so, dass es doch noch geklappt hat. Denn wenn kein Doppel-Star-Coins-Wochenende gekommen wäre, dann hätte ich sie mir auch nicht gekauft, weil ich die Preise ohne Doppel-Star-Coins-Wochenende für dieses Spiel viel zu teuer finde. Für die meisten anderen Spiele auch, Leute. Das sehen wir uns, ne? Das ist ganz klar, aber... So, dann hatten wir die Animation jetzt gesehen, während ich geredet habe. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sandy. Ich glaube, gefüttert habe ich sie noch nicht. Aber ihr kennt die Animationen, sind vom Lusitano, sind cool. Ich liebe sie, ich finde sie mega nice. Wir gehen raus aus der Box. Das sieht doch richtig gut aus, Leute, oder? Oh mein Gott, das Pferd ist in der verwandelten Form einfach so wunderschön. Es ist einfach nur unglaublich. Dann ziehen wir ihr mal ganz kurz noch Sachen an. Die habe ich gerade alle geklaut. Und zwar, ihr seht die kleine Vanilla Rose schon da hinten so, Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, Mama. Folgendermaßen sind meine Sachen. Aber Scarlet Witch und Vanilla Rose müssen sich die Sachen teilen, denn ich finde, es sieht absolut perfekt aus, oder? Mega. Da wir nicht zum Friseur können, sehen wir uns jetzt gleich am Reitplatz wieder. Und da sind wir auch schon am Reitplatz angekommen, falls ihr wissen wollt, was sie trägt. Sie trägt die Dundoll-Trense von Far Cry, glaube ich, ist die. Sie trägt den neuen Springsattel. Den findet ihr in Moorland, genauso wie die Gamassen und die Satteldecke. Der Kranz ist kaufbar im Shop. Solange mit Sommer noch aktiv ist, Leute. Da ist die kleine Maus und zwar nicht verwandelt. Ich finde, dass den rosa Touch, den sie jetzt im Moment hat, finde ich einfach hervorragend. Und dadurch macht es für mich auch das Pferd reitbar, auch wenn sie nicht verwandelt ist. Und es sieht einfach so mega süß aus. Und ich bin einfach so froh, dass ich Scarlet gekauft habe. Dann machen wir gleich mal einen Sliding Stop und gehen rückwärts. Und ich bin absolut begeistert, Leute. Ich glaube, ihr merkt schon, oder? Ich bin einfach mega begeistert. Dann zeige ich euch auch noch die Piaffe, denn das habt ihr bei Hawkeyes Kauf moniert, dass ich euch nicht die Piaffe gezeigt habe. Das tut mir natürlich leid. Sie können natürlich die Piaffe, ihr Süßen. Sie kosten 950 Starcoins. Es wäre eine absolute Frechheit von Star Stable gewesen, wenn sie die nicht können würden. Dann hätte ich aber gesagt, verabschiede ich mich von euch. Im Abspann seht ihr dann auch auf jeden Fall noch, wie sie sich verwandelt. Das werde ich jetzt ohne Stimme filmen. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!